Hallo, willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar habe ich gerade eben eine Demo gefunden. It Doesn't Exist, a Modern Text Adventure. Das hat mich total gereizt. Das scheint ein moderner Ansatz zu sein, wie man Text Adventure heutzutage machen kann. Und das ist die Demo. Und ich habe jetzt hier angefangen. So kommt man da rein. Ich habe das Tutorial eben gemacht. So, dann schauen wir mal. Floor Stretches. Aha. Also, sie hat mit Tutorial gesagt, ich kann auch verschiedene Wörter benutzen. Es muss immer ein Verb und ein Nomen sein und man kann da sehr kreativ wohl auch sein. Also, bei den alten Text-Adventuren, ne, Zork und so, da war das ja immer so, wenn man das falsche Wort gemacht hat, ist gar nichts passiert. Das haben die hier wohl, sagt dazu im Tutorial, verbessert. So, also, wir sind in einer Höhle und da gibt es einen Safe in der Höhle mit dem Combination Lock. Und da ist eine Note dran. Okay, Read Note. Also, wir haben keine Hintergrundinformationen. Wer sind wir? Worum sind wir da? Was passiert da? Nehmen wir einfach jetzt, das ist der erste Bildschirm. Also ich habe mir so verstanden, dass in dem Safe ist jetzt der Schlüssel zu der Tür, die aus der Höhle führt. Okay, Open Safe ist wahrscheinlich zu simpel, oder? Okay, wie müssen wir jetzt die Kombination? Wie finden wir die jetzt raus? Ich habe das Gefühl, dass diese Nachricht eine besondere Bedeutung vielleicht hat. Check Note for Secret Code. Ich frage mich an der Stelle halt auch, inwieweit heutzutage schon vielleicht KIs da drin sind. So ein Chat-GPT, ja, der dann irgendwie auch ein bisschen freier antworten kann auf originellere Sachen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht darauf eingegangen. Das hat nicht geholfen. Look around. Aha. Ich bin mit der Tür noch verwirrt irgendwie. Ich glaube, die Tür ist die Tür, die wir durch das Tutorial betreten haben, weil eigentlich die Tür ist es ja auf, ne? Also welche? Also Tutorial endet damit, dass man halt durch die Tür geht. Und wofür brauche ich jetzt den Safe-Schlüssel, wenn ich jetzt, also die Tür führt mich ja nur weiter in die Höhle rein. Also das ist die Note, das ist Combination-Dingy. Und das sieht irgendwie wie ein Herz aus. Also das ist ein ganz komischer Safe. Leaf Cave. Cave heißt nicht Cave. Go. East. Da war was. Mit Enter kann man das stoppen. Was? Ein grinsender Mushroom ist da. A large nail, single-handled, holds together the hammock. Talk to Mushroom. Jetzt, wo ich schreibe, das klingt irgendwie doof. Go to Mushroom. Talk to Mushroom. Safe Combination. Say loud. Safe. Combination, Kombination. Invites you to speak the name of the object you're having trouble with.
Combination vielleicht nur schreiben? Yeah, Combination. Okay, go left. Take bucket. Es hat irgendwas Magisches, wenn man das tippen kann, die Befehle. Ich weiß auch nicht wieso. Und mit dem Bild ist echt quite originell. Aber ich brauche etwas heavy to throw. Go right. Take mushroom. The pipe up. You to please leave them grounded. They already placed roots here and it takes a lot of work. Go right. Take nail. Show inventory. Inventory. Nail. Go to jukebox. Ist ein komischer Wald, ne? Use jukebox. Go right. Klatsch. Vending Machine. Go to door. Open door. A key to open. Vielleicht ist das der Key, der im Safe ist, von dem er eben gesprochen hat. Das würde schon ein bisschen mehr Sinn machen. Aber wie kriegen wir das die Combination? Go to Mushroom. Ich frag den mal, ob er das vielleicht weiß. Ask Mushroom Combination. Safe. They shake their head with disappointment. They don't know the combination to the safe either. Maybe some strong hands will do the job. Strong hands. Was für eine Uhr? Was für eine Uhr? Go right. Use vending machine. Cancel in your inner psycho. Raise your arm, nail in hand and bring it down into the glass. Schatz, fly! Mit dem Nagel hat er das gemacht, okay. Ja, das ist wirklich ein inner Psycho. Mein Schatz, fly und so grauen, dass ihr hier so scharfe Violins play in your head. Take both. Take matches. Take bold. Cutter. Ist das nicht so? Bold, ach nur mit 2 T. Take bold cutter. So. Go left.
Mördermaschum. Kleiner Scherz. Wie ist Mörder kein Verb? Okay. Weil er eben von Zeige gesprochen hat. Good to bucket. Use bolt cutter. You try to snap off bits of the anchor, but you're not strong enough. Was zum Teufel? Tip. Bucket. With bolt cutter. Brauche vielleicht eine Reihe von Befehlen, doch. Talk to the mushroom. They love to help. Go to mushroom. Ask him about the bolt cutter. Bones being cut and left behind. Der ist so useless. How to use geht nicht, ne? How to use bolt cutter. Make sure it's working. It seems functional. Something to use it with. Go to bucket. Use bolt cutter with bucket. Doesn't seem right. Ich weiß es nicht. Also ich dachte halt, der Bolt Cutter halt lang genug ist, dass man einfach oben anstößt und dann kommt er vielleicht runter. Cut down tree. Use bolt cutter on tree. Bolt cutter doesn't exist. Hab's aber richtig geschrieben, oder? Go right. Na gut, gucken wir, was wir sonst noch finden. Klatsch, meine Herren. Fireplace to fulfill its purpose. The vending machine looks defeated. There are more objects beyond your current vision. Light fireplace. Okay. Ja, wir brauchen also Brennholz oder so. Go right. Auf wie go. Moment, da war was. Big Rock of Ice. Start of Two Cats. Das ist ein ganz komischer Platz. Aber da kriege ich vielleicht dann Wasser nachher für den Bucket her. Dann kann ich das Feuer wieder ausmachen. Ich werde ja eigentlich völlig irrational, aber ich habe keine Ahnung, was hier sonst abgeht. Go to Cat. Talk to Cat. Can't talk to the cats. Poke cats. Okay. Take cats. It's not the pick me up type, meinst du? Okay. Go to right. Moment, da steckt was im Eis, oder? Ah, hier ist Holz. Bugs are busy crawling over logs in a shed. Okay. A screwdriver is frozen in a big block of ice. Genau, den Screwdriver könnte man mal rausholen. Vielleicht muss man das mit einer Feuerwehr erstmal holen.
Take log. It's heavy, but not too heavy. Das kann man auch werfen. Oh, you figured this could be useful. Nice. Go to ice. Take screwdriver. Completely stuck in the ice. Ich weiß genau, wie das jetzt funktioniert. Passt mal auf. Ja, melt the ice. Genau, das machen wir jetzt. Also, go to fireplace. Light fireplace. Okay. Place log on fireplace. Schreibt man das denn so? You place a log in the fire pit. Okay. Pretty happy how it looks. Light fireplace. Burn. Hey. Campfire is ready for use. Jetzt erhitzen wir das Wasser und dann schippen wir das über das Eis und dann kriege ich den Screwdriver und dann keine Ahnung, was ich damit mache, aber dann haben wir es schon mal. Go to. Moment, da fehlt doch was in der Logik. Wie hole ich jetzt nochmal? Ich muss noch ein Log holen, ne? Go to Log. Ich brauche einen zweiten, den kann man nämlich auch werfen. Junge. Take log, go to bucket, nicht nugget, bucket, throw log at bucket. Kann man das queuen? Jawoll! Brummst da ein Anker? Ist das irgendwie eigenartig, dass dein Anker aus dem Himmel gefallen ist? Okay, take bucket. Take Anker? Das ist viel zu schwer, oder? Ihr werdet sie formen, so. Ja, keine Ahnung, ob da ein Anker ist. Vielleicht nicht drüber nachdenken. Ob da noch ein Schiff vielleicht dazugehört. So, jetzt aber nochmal kurz zurückgespult. Wo kriegen jetzt Wasser für den Bucket her, damit ich das erhitzen kann, damit ich das Eis schmelze? You think about all the glorious things this bucket can hold. Marmalade, Mayonnaise, Soda, Tears. Tears, the possibility are endless. A bucket is not an inventory. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas misse hier. Go to. Ich meine, es bringt ja nichts. Ich kann das Eis ja nicht rein. Ah, ich weiß, was ich mache. Use nicht Cookie Cutter. Wie hieß das Ding nochmal? Bolt Cutter. On ice. Das geht wahrscheinlich wieder nicht, oder? You touch the ice with your hands and the cold almost hurts again your skin. For a moment, just a moment, you're licking it. Ich wollte das halt, ne? Kleine Eisinger da raushauen. Use bucket on ice. Put ice in the bucket. Into the bucket, ne? To. Geht er gar nicht drauf. Go to. Ja, was soll ich mit dem Feuer machen? Kann ich vielleicht einen Log mitnehmen und anzünden, dass ich hier dran halte? So fackelmäßig, aber das scheint mir ein bisschen extrem. Use Bolt Cutter und Eis. Das klappt ja nicht.
Go to Mushroom. Vielleicht hat er ja eine super Idee. Obwohl, ist ja nicht noch irgendwo dieses da? Bleib mal stehen. Take Hammock. Ist zu schwer. Ich wollte gerade sagen, es ist um das Lock wickeln und dann vielleicht eine Fackel daraus bauen. Go to Mushroom. Ask about Bucket. Empty Bucket. Endless, ja. Hätte Bucket full of Kompost. Fehlt für Water. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Also das ist ja Eis, das Water. Go Eis. Tricky Stuff, sage ich euch. Hold Bucket under Eis. Keine Ahnung. Place Bucket next to Eis. Hat er das jetzt gemacht? Nee, ne? Examine Eis. Mud Base und so. Und you could speed up that process if you find something hot. Go right. Das ist ein komischer Wald, oder? Das ist mal clearing. A shower slowly drips cool water. Fill bucket with water. Das ist natürlich so ein bisschen einfacher. Go Eis. Also eigentlich, wenn ich kaltes Wasser drüber schütte, wird das ja auch reichen. Ich habe das Gefühl, das muss man mit dem Feuer machen. Go Fire. Heat Water. Won't boil. Go Ice. Use water on ice. Take screwdriver. Ah, I'm such a genius. Go right. Hat das eine KI geschrieben? Ich habe nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, dass die Story ganz leicht ein bisschen wirr ist. Okay, aber egal. Es ist more clearing a shower, slowly drips cool water, there are more objects beyond the cool vision. Also wir brauchen vielleicht eine Batterie dafür. Go right. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall mal alles aufgedeckt. Also ich unterstelle jetzt mal, dass das Ziel die Tür sein könnte zu öffnen. Und dafür brauche ich den Schlüssel, der in dem Safe ist. Und dafür brauche ich die Kombination. Was das jetzt mit der Uhr zu tun hat und Co., weiß ich nicht. Go left. Look at cats. Vielleicht sind es auch elektronische Katzen und da ist eine Batterie drin. Move cat.
Cats. I don't know. Ich weiß nicht, was ich mit den Viechern machen soll. Sollen wir mal Wasser drüber schütten? Go Shower. Danach wissen wir, ob die echt sind, zumindest. Baby Steps. Oder in seinem Falle gar keine Steps. Go Cats. Use Water. Keine Ahnung, Splash Cats oder wie, also ich will das, ne? Water Cats, wie, was sagt man denn dazu? Ja. Use Bucket on Cats. Es schnurrt, okay. Aber du sollst es halt nicht kraulen, das Vieh, sondern kalte Wasser drüber schütten. Use water on cats. Keine Ahnung. Throw water. Habe ich das schon gemacht? Und cats. The cats in the pillar look unfazed by the sudden assault. Aber hast jetzt das Wasser dahin geschüttet? Take bucket. Pool of cold water. Put cat into cold water. Also ich will die ja nicht foltern, die Katze. Ich will nur mal. Ich habe das Gefühl, dass da eventuell eine Interaktion sein könnte. Die halt verschwinden von dem Ding, vielleicht taucht dann irgendwas auf. Aber kein Plan, wie das gehen soll. Go Mushroom. Ask about cats. Okay, vielleicht nur zur Ablenkung da. Ich bin ein bisschen lost. How to win? How to open door? Ja, der Marschroom ist super hilfreich. Go left. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ah, ich komme da jetzt gar nicht mehr durch. Okay, der blockt das einfach nur zurück. Aber dann komme ich ja gar nicht mehr in den Safe rein. Hat man dann das Spiel verloren? Oder brauche ich jetzt irgendeinen Gegenstand, um das wegzunehmen, den Anker? Der scheint ja aber auch irgendwie fest zu sein, ne? Use Bolt Cutter. Use Bolt Cutter on Chain. Nice. Go left. Vielleicht geht's da weiter links? Nee. Take note. Open Safe ging nicht, ne?
Ich finde, der Safe immer noch irgendwie ein schlagendes Herz, ganz ehrlich. So. Ich weiß auch nicht, warum man den Bolt-Cut auf einmal da reingesteckt hat. Use Screwdriver. Go Mushroom. Ich frage den mal, ob der Node, ob der was weiß. Meine Herren. Ask about the Node. But its contents seem reasonable to pursue. Go Node. Read Node. Ich habe keine Ahnung, wie ich das öffnen soll. Die Kombination, wir haben eben alles ausprobiert, hat er gesagt. Und sonst wüsste ich auch nicht, wo ich dann Code herbekomme. Vielleicht ist die Jukebox. Oh, Jukebox. Weil die läuft ja mit Strom, oder? Open Jukebox. Yes. Take Battery. Go Clock. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo mich das hinführt, wenn ich jetzt die Uhr aktiviere, aber ne? Baby Steps. Go left, use battery. Was soll ich nehmen? Den Zeiger? Take Clock Hand. Try something open. Jetzt ist euer Ernst. Ich soll jetzt mit der Clock Hand den Safe öffnen. Da wäre ich eine Million Jahre nicht drauf gekommen, ne? So, wenn das jetzt funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist so ein Blödsinn. Okay. Also die Kombination wäre auf jeden Fall Ablenkung. Und es gibt vielleicht eine zweite Lösung, die ich nämlich herausgefunden habe. Natürlich auch denkbar. Open Door. Alright. I guess we're doing this. Yes, we do. What's up? Was passiert denn jetzt? Ja, der hat auf jeden Fall eine Psychose. Mit dem stimmt ganz schwer was nicht. Okay, ganz schön crazy. Aber was ich halt überlege im Moment ist, wie viel Potenzial haben denn solche Textabenteuer heutzutage vielleicht? Also zum Beispiel die Texte, das war jetzt Englisch, hätte man das nicht automatisch mit einer KI auf Deutsch übersetzen können. Hätte man vielleicht sogar, es gibt ja jetzt Sprachausgabe-KI, das hat es ja letztens beim Hörbuch gezeigt, hätte man vielleicht das vorlesen lassen können, für noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Wie interaktiv hätte man das machen können? Also hätte ich vielleicht eine gute Chat-KI erkannt. Ich habe gewisse Sachen geschrieben und hat den Befehl nicht erkannt.
Aber ne, das war ja nur eine Formulierungsfrage. Vielleicht erkannt, dass ich dann ne, eine andere, dass das ähnlich formuliert ist oder hätte vorschlagen können, meintest du vielleicht das und das? Ne? Oder Interaktion mit Texten. Also vielleicht hätte er nochmal Texte präsentieren können, die nicht halt vorgeschrieben sind. Also da kann ich mir noch viel vorstellen mit KIs. Das revolutioniert vielleicht die Welt der Textabenteuer. Naja, wie auch dem auch sei, war auf jeden Fall witzige Erfahrung. So eine Demo kostet ja nichts. Ne? Hat Spaß gemacht, die paar Minuten. Ich bin weg. Ciao, ciao.